Golden Mix, der hat schöne Dinge dabei. Schöne Kataloge. Einmal alle hier bitte. Wo ist die Mika? Okay. Einmal alle hier. Und jetzt zusammen. Jetzt einmal hier aus. Wie lange war das? Stimmt ja nicht. Wenn wir da irgendwo so da reinschauen, ist doch gut. Nein, aber hier mal aus. Und nochmal hier. Mika ist mal jetzt da. Oh Mann, ey. So viel. Mein Name ist Lara Sanders, mein Sohn ist Luca Lombardo. Wir wohnen seit ein paar Jahren in L.A. und haben Hollywood kennengelernt und finden es sehr spannend dort. Versuchen Filme, deutsche Filme in L.A. zu produzieren oder auch L.A.-Filme in Deutschland und versuchen beides zu kombinieren. Das ist sehr, sehr spannend, aber es ist ganz anders dort zu arbeiten. Sehr frei, sehr lustig, sehr locker, man hat sehr viel Spaß am Set und es regnet auch nie, man kann also immer drehen. Aber der Nebel ab und zu. Ja, genau. Momentan arbeiten wir in einem ganz großen Film, der auf einer wahren Geschichte beruht. Der heißt Celebration of Flight. Der Film wird einen Hollywood-Film geben, der aber mit deutschem Regisseur besetzt werden könnte. Zurzeit darf ich noch nichts sagen. Wenn es soweit ist, freue ich mich, euch den vorzustellen. Es ist ein 16 Jahre langes Projekt. 3,5 Jahre Doku gedreht und lange dafür gearbeitet und habe gerade einen Preis für mein Lebenswerk bekommen dafür. Ich freue mich sehr. Ja! Sollen wir heute über den Film noch was sagen? Ja, erzähl mal über den Film was. Entschuldigung. Hanna schlafende Hunde sehen wir heute in München. Wir sind ganz stolz, weil es ja eine sehr, sehr aufregende Produktion, sehr kalt in Österreich. Tolle Kinder. Kinder haben unheimlich viel gegeben. Ich war Kinderdialogcoach auch am Set. Wir haben den Jüngsten hier, den Luca. Er ist damals 7,5 gewesen. Und Nike, Hauptdarstellerin, einfach großartig. Toller Film, anschauen. Kommt rüber.